Kapitel 18, Beratung in der Nacht. Es gab Augenblicke, in denen On an sich selbst zweifelte. Vielleicht hatte er sich geirrt, vielleicht hatte sein Gedächtnis auf dem Weg des Vergessens doch gelitten. Vielleicht hatte er einen weltfremden Menschen für O.R.O. angesehen, vielleicht deuchte ihn seine Sinne. Aber auf der Karte, die er unten in der Betonstadt mit so viel Kraftanstrengung gezeichnet hatte, hatte er das Haus von O.R.O. 91 an derselben Stelle eingezeichnet. Und er hatte das Haus sogar erkannt. Und er hatte auch O.R.O. an der Gestalt, am Gesicht, an der Stimme erkannt. Und dieser Mann nannte sich ja auch O.R.O. War O.R.O. etwas widerfahren? Hatte man durch einen Eingriff oder durch Betäubungsmittel ihn aus dessen Gedächtnis gelöscht? Oder hatte O.R.O. Angst vor irgendetwas? Oder glaubte er wohl, ein Gespenst zu sehen? Und wusste von sich aus, dass so oft ein Kollege oder ein Freund durch die Kontrollen ausgesondert worden war. Niemand mehr nach diesem fragte. Wäre einer von ihnen nach einem oder zwei Jahren wieder aufgetaucht, hätte er da nicht selbst geglaubt, ein Gespenst zu sehen. Hätte er da nicht auch geantwortet, mein Herr, ich habe sie nie gesehen. Und hatte gehofft, dass sie könnten im Hause O.R.O.S. wohnen und Hilfe von ihm erhalten. Aber so, ohne Lochkarte, konnten sie sich nur auf der Straße aufhalten, konnten nirgends eintreten. In der Stadt begegneten sie Passanten, die genauso gleichgültig an ihnen vorübergingen, wie unten in der Betonstadt die Rüsselträger. Und dennoch waren On und Peter seit dem Besuch im Hause O.R.O.S. voller Beklemmung. Womöglich gerieten sie in eine Kontrolle, die jeden ohne Lochkarte gefangen nahm. Geheimnisvolle Gänge, Schleusen und Schächte konnten sich vor ihnen auftun. Sie beschlossen, die Stadt auf dem schnellsten Wege zu verlassen und bedachten, die Nacht in dem künstlichen Gestrüpp zu verbringen, um am nächsten Tag ausgeruht, erfrischt und mit neuer Kraft etwas zu unternehmen. Hier in der Stadt, der sich erinnerten, konnte man den Wechsel der Tageszeiten schon wahrnehmen. Das Blau des Himmels und die Sonne waren auch hier nicht zu sehen. Aber die Temperatur und auch die Stärke des Lichtes veränderten sich ganz entschieden. Das ist kein künstliches Licht, sagte On. Zumindest ist es mir so bekannt, wenn ich überhaupt noch etwas weiß. Ich habe mich die ganze Zeit darauf konzentriert, den Namen und das Haus O.R.O.s nicht zu vergessen. Ich weiß nicht, an wen ich mich von meinen Freunden noch wenden könnte. Wir waren eigentlich viele, haben diskutiert, miteinander getrunken, aber es bestand keinerlei innerliche Beziehung zwischen uns. Wenn irgendeiner versetzt wurde oder wenn ein Neuer in unserem Kreise auftauchte, so hat niemand Fragen gestellt. Es war wieder Nacht. Mit Mühe und Not schafften sie sich ein Ruhelager in dem künstlichen Gestrüpp. Der Himmel über ihnen war dunkel, aber zwischen den Zweigen der Sträucher konnte man dann und wann Lichter der Stadt sehen. Nachts drang künstliche Beleuchtung aus den Kaufhäusern und Restaurants. Sie lagen stumm und schlaflos da und schloss die Augen, dann öffnete er sie wieder. Er versuchte sich zu erinnern. Von da kam das Licht, in dieser Richtung musste der Eingang der Schlucht liegen. In seinem gequälten, mehrfach operierten und bestrahlten Gehirn entstanden Wellen der Wut und des Hasses. Warum kann ich mich nicht klar und genau entsinnen? Was hat man mit mir gemacht? Was wird mit jedem Einzelnen gemacht? Er lag nun mit offenen Augen da und betrachtete die Lichter der Stadt. Dabei dachte er an die strahlenden, fragenden Augen seines Söhnchens. Und mit einem Mal beruhigte er sich, empfang Kraft. Wir wollen aufbrechen. Peter, jetzt finde ich es. Wir können gehen, und aber ringsrum sind
Hebungen, steile Lavawände, Felsen. Wir wollen auf unser Glück vertrauen. Sie kamen über ein auf der äußeren Seite des Gestrüpps am Rande des steilen Abgrunds und laufen, um die Stadt zu umgehen. Sie rollten die Spule der Mondleiter vor sich her, damit ihr Fuß Halt fand und nicht abrutschte, weil wie der Faden der Ariane, dachte Beder, und wieder fiel ihm die Erde ein, sein teures, schönes Zuhause mit seinen friedlichen Gegenden, seinen glücklichen Menschen, seinen Märchen und seiner Schönheit. Kapitel 19. Das Geschenklein Ons. Es wurde hell und wieder dunkel. On und Beder zogen unermüdlich den Bergkamm entlang. Beder kam der Gedanke durch Lichtsignale Verbindung mit den Schluchtbewohnern aufzunehmen. Er begann mit den Atomluxscheinwerfer Kreise in die Luft zu machen. Er wiederholte die Zeichen immer wieder, aber eine Antwort kam nicht. Dumpfe, finsterne Stille herrschte überall. Dabei müssen sie hier in der Nähe sein, sagte On leise. Sie melden sich nicht, antwortete Beder. Vermutlich haben sie Angst vor uns. Angst vor mir? Rief On. Warum sollten sie vor mir Angst haben? Zum Teufel auch, sagte Beder. Die können ja nicht wissen, dass du es bist. Sie sehen womöglich die Lichtsignale, aber nicht uns. Warte einen Augenblick. Sie blieben stehen und hielten sich an den Felsen fest. Beder wandte sich jetzt On zu und strahlte ihn an. Der Schein der Atomluxlampe beleuchtete die Gestalt Ons, sein welliges braunes Haar, seine schlanke Figur. Einige Minuten lang standen sie so. Dann löschte Beder die Lampe und schaltete sie nach einer Weile wieder an. Auf diese Weise zeigte er den Schluchtbewohnern On. Nach einigen Minuten hörte man, wie eine Frau in der Nacht hinaufschrie. On, On, warte auf mich. Bleib dort, warte auf mich. Dann sah man in der Ferne ein winziges, schwankendes Licht aufleuchten. Es kam immer näher und mit einem Mal stand eine schlanke, hübsche junge Frau vor ihnen. Peter wusste zwar nicht genau, welchen Schnitt die Kleider in Oxygenin hatten und aus welchem Stoff sie waren, aber er erkannte an der Kleidung der Frau, dass sie diese selbst gefertigt, mit ungeübter Hand selbst zusammengenäht hatte. Und dennoch strahlte sie Liebreiz und Anmut aus. Sie lief auf On zu, umarmte und küsste ihn. Von Beder nahm sie kaum Notiz und Klein On fragte On nach der Umarmung. »Ist er schon so groß?« zeigte sie. »Und jeden Tag betete er, dass du nach Hause kommst, damit er dir ein Geschenk überreichen kann. Dies aber schenkte ich dir, Sonnenschein. Die junge Frau reichte On ein phosphorierendes, moschiges Stück Holz.« »Es leuchtete«, sagte sie. Beder bat, erregt sich die Holzrinde näher anzusehen zu dürfen. Mit seinem Instrument stellte er fest, dass es in der Tat eine organische und echte Holzrinde war und dass ihr Phosphorizierendes eine Folge des Zersetzungsvorgangs war. Peter leuchtete mit seinem Scheinwerfer und Sonnenschein führte sie. Dort, wo die junge Frau in so kurzer Zeit hochgekommen war, mit geschickten Schritten, den Steinen ausweichend und über Felsen kletternd, mussten sie sich häufig anhalten und manchmal sogar die Mondleiter zu Hilfe nehmen. Wenn Sonnenschein nicht stehen geblieben wäre und ihnen den Eingang nicht gezeigt hätte, sie hätten die Öffnung der Höhle gar nicht wahrgenommen. »Ein guter Freund, ein guter Freund«, rief Sonnenschein. »Ich kenne ihn. Komm, Klein On. Gott hat dein Gebet erhört. Bring deinem Vater dein Geschenk.« Ein reizender Knabe kam aus der Tiefe der Höhle gerannt. Er trug Sandalen, die aus irgendwelchen Kunststoffabfällen gefertigt waren, und eine Art Umhang. Er hatte kein Atmungsgerät. Beder und On
gewahrten erst jetzt, dass auch Sonnenschein die Maske abgenommen hatte. »Wir haben Luft, wir haben Sauerstoff«, rief Sonnenschein beglückt. »Nehmt die Masken ab!« Nun nahmen auch Peter und On die Atmungsgeräte herunter. Die Luft war recht angenehm, wohlriechend und gut zu atmen. »Sonnenschein«, rief On voller Glück. »Klein On, mein Söhnchen!« Die wiedervereinte Familie lag sich selbst vergessen in den Armen. Und sie küssten einander. Das Auge Peters hatte sich schon ganz gut an das Halbdunkel in der Höhle gewöhnt. Aus der großen zentralen Grotte öffnete sich weitere Gewölbe, kleinere Grotten und gangartige Abzweigungen. Von allen Seiten schauten neugierige und besorgte Blicke auf sie. Es waren menschenförmige Wesen, hauptsächlich Kinder und Frauen. Sie wagten sich aus ihren Grotten nicht heraus, beugten sich mal vor und zogen sich dann wieder zurück, ließen sie aber nicht aus den Augen. Klein On zeigte auf ein schlüsselartiges Gefäß. Es mochte ein Kunststoffabfall sein oder ein ausgehöhlter Stein und hielt es glücksstrahlend seinen Vater hin. »Das haben wir für dich gezogen«, erklärte Sonnenschein. On übernahm das Gefäß, betrachtete es verständnislos und gab es wieder zurück. »Was ist das?«, fragte er. »Es lebt, es keimt und lebt und wächst. Wir haben es für dich gepflanzt. Wir wussten, dass du wiederkommst.« Peter betrachtete neugierig das Gefäß. Es enthielt Erde, richtige Humusboden, und aus der Erde wuchs ein schlanker Halm mit zarten Blättern. »Das ist mein Freund Peter McCulliver«, stellte On jetzt vor. »Er ist von einem fernen Planeten des Himmels gekommen, heißt ihn herzlich willkommen. Folgt mir«, sagte Sonnenschein und ging mit Klein On voraus. On legte die eine Hand auf die Schulter Sonnenscheins, mit der anderen drückte er sein Söhnchen an sich und ging nun auf das Innere des Höllenlabyrinths zu. Peter McGulliver folgte ihnen erregt und neugierig. Kapitel 20. Im unterirdischen Reich der Wunder. Peter konnte nicht feststellen, wie groß diese unterirdische Welt sein mochte und wie viele darin lebten. In den ersten Stunden war On so sehr von der Freude des Wiedersehens überwältigt, dass er ihn förmlich vergessen hatte. Peter wollte sich nicht weit von seinem Freund entfernen, aber so gut es ging, versuchte er sich doch in den Höhlenlabyrinth umzusehen, zumindest in dem Teil, wo Sonnenschein und Klein On wohnten. Das Höhlensystem hatte einen breiten Hauptgang, der mal schmaler wurde, mal sich zu gewaltigen gewölbten Säulen ausweitete. Die Wände der Höhle waren stellenweise feucht. Peter sah überrascht, dass an einer Stelle aus der Wand einer Grotte ein kleiner Wasserfall hervorsprudelte und in einer der anderen verschwand. Nach allen Richtungen öffnete sich in dem Felslabyrinth kleinere und größere Räume, und Abzweigungen zu machen, musste man hinuntersteigen, in andere hinaufklettern. In manchen Höhlen befanden sich Liegestätten auf Sand oder Kieselbänken, mit Kunststoff überdeckt. Auf manchen jedoch sah er auch frisches Gras. Seitdem er den Fuß auf diesen seltsamen Planeten gesetzt hatte, begegnete er zum ersten Mal pflanzliches Leben. In den Höhlen wohnten hauptsächlich Frauen und Kinder. Nach der Stille in den Betonstätten und der langsamen Bewegung ihrer Bewohner fiel ihm auf, wie lebendig hier alle waren und dass viel gesprochen und sogar gesungen wurde. Peter ging den Hauptgang weiter und fand sich mit einem Mal in einer Art dichten Wald. Bäume gab es hier zwar nicht, aber Sträucher und Hecken und richtige Schlingelpflanzen. Ein üppiges Dickisch, nicht ohne Spuren eines Systems. All das war für ihn unverständlich und überraschend, besonders aber der Umstand, dass von oben Licht einfiel. Dieser gleißende Schein war Peter unerklärlich und er verstand das Ganze im ersten Augenblick nicht. Auf der Erde hatte er nur an wenigen Stellen dergleichen gesehen, in der Nähe Neapels auf Capri und auf der Insel Malta, unweit von
La Valletta, in den sogenannten blauen Grotten, in der Tiefe dunkle Höhlen mit leuchtenden türkisfarbenem Wasser. Wo kam dieses Licht her? Und wo kam die Vegetation her? Wo kamen diese menschlichen Wesen her? Wie lebten sie? Wovon lebten sie? Wer ernährte sie und welches Schicksal erwartete sie? Feuer brannte nirgends in den Höhlen. Das wäre auch nicht gut, womöglich, denn das Feuer hätte sehr viel Sauerstoff verbraucht. Peter stand ganz benommen zwischen den Pflanzen. Ihm war, als hätte er sich in ein seltsames Treibhaus verirrt. Plötzlich überkam ihn ein Gefühl, als würde er sich im Traum in dieser merkwürdigen Höhle bewegen. Ja, vielleicht träumte er all das nur. Vielleicht war er zu Hause auf der Erde oder schlief in der Kabine des Raumschiffes Humanitas und träumte all das Unmögliche von den rüsseltragenden Wesen, von den Schluchten, von dem ungeheuren kohleschwarzen Meer, von den menschenförmigen Wesen mit kontrolliertem Gehirn. Er träumte nur, würde wieder aufwachen. Ganz sicher würde er wieder aufwachen. Geschrei riss ihn aus seiner dumpfen Benommenheit. Er war von Kindern umgeben, die ihn mit unzähligen Fragen bestürmten. Peter hatte von uns schon so viel in der Sprache Oxygenins gelernt, dass er den Überzeugungsautomaten kaum noch gebrauchen musste. Die Kinder sprachen hastig und schrill, mit viel mehr Farbe und Erregung in der Stimme als die Wesen in den Betonstädten. Was wirst du uns erzählen? Woher bist du gekommen? Kannst du schreiben? Was trägst du für ein besonderes Kleider? Peter schaute von einem Kind aufs andere. Sie waren alle blass, mager, in Fetzen gehüllt, aber ihre Augen leuchteten dennoch lebhaft. Er wollte antworten, doch da kam On zu ihm. Der Gast ist noch müde, Kinder. Er ist von weit hergekommen und wird euch vielerlei erzählen. Lasst ihn aber jetzt ausruhen. Wir haben ja noch so viel Zeit. Und wer bist du? Fragten ihn die Kinder. Klein On ist mein Sohn, antwortete On. Er kann ja nicht dein Sohn sein. Du bist ja gar keine Frau, rief ein kleiner Junge. Und die Kinder lachten verschwitzt. Jo. Sag doch nicht, dass On dein Sohn ist. Ich werde auch euch das erklären, sagte On. Doch jetzt müssen wir erst ausruhen. Träumt schön, sagten hier auf die Kinder und öffneten ihnen den Weg. Und ergriff die Hand Peters. Verzeih, dass ich dich allein gelassen habe, aber die Erregung hat mir fast den Verstand geraubt. Doch jetzt beeilte ich dich. Sorry, doch jetzt begleite ich dich zurück zu Sonnenschein. Wir erwarten dich mit Nahrung und einer Lieblingsstätte. Ich bin nicht müde, lieber On. Mich plagt die Neugierde. Ich möchte wissen, wir wollen jetzt ruhen. Denn bei Tagesanbruch müssen wir uns wieder auf den Weg machen. URO hat nach uns geschickt. Er erwartet uns. Er hat nach uns geschickt? Fragte Beda und sah On überraschend und betroffen an. Verstehst du das? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, antwortete On.